How are you, man? I'm great, and you? Good, good. Hey, I heard from my teammates that I have to eat with you, so I want my home dish. Can you make some mosselen for me? We call it in Holland mosselen, so. Oh, it's difficult for me, but I'll try it. Yeah? Okay, bro. I see you. Ciao, ciao. Bye-bye. Hi, wir sind wieder hier bei Fred Kocht. Wir haben ja einen Neuzugang, den Flappy, den Michael Flapp. Und Michael Flapp. Und der rief an und sagte, er würde gerne mal Miesmuscheln essen, mal wieder. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe noch nicht viel gekocht. Ich mache das heute auch zum ersten Mal. Und Miesmuscheln habe ich auch schon länger nicht mehr gekocht. Aber es ist eigentlich keine große Kunst mehr. Aber die Frage ist halt, kommt es bei ihm an? Ist es wie zu Hause? Schmeckt es ihm? Genau. Dazu haben wir hier einmal ganz, ganz easy Rezepte, beziehungsweise Zutaten. Wir haben hier echt so ein Suppengrün einfach mit Möhre, Porree, Petersilie, einen Blumenkohl und Sellerie, eine Gemüsezwiebel. Wir haben hier Miesmuscheln, habe ich schon mal vorgekocht, einmal nur ganz kurz einmal abgedämpft in meinem Kombidämpfer, in meinem Ofen, einfach nur damit sie sicher sind. Ansonsten ein kleiner Trick noch zu den Miesmuscheln. Wenn man die bekommt, sind die ja zu. Manchmal sind die ein bisschen geöffnet und da kann man gucken, weil sie leben tatsächlich noch. Man drückt es ein bisschen und pustet einmal rein. Und dann ziehen sie sich meistens automatisch wieder zusammen. Und wenn sie es nicht tun, dann wegschmeißen bitte. Und wenn sie es tun, dann leben sie noch. Da kann man sie ganz normal weiterkochen. Also anschmoren oder in den Ofen tun, einmal dämpfen oder abkochen. Genau, das ist wichtig. Das ist das Problem, warum manchmal sagt, okay, Meeresfrüchte ist gefährlich. Ist es gar nicht. Man muss ein bisschen darauf achten, wenn man sie vorher halt sortiert. Wenn einer ein bisschen offen ist, nur ein bisschen drücken. Also einmal klopfen, sagst du, moin Junge, bist du noch da? Und einmal anschreien, dann meistens gehen die wieder zu von alleine. Genau, das dazu. Da haben wir hier ein bisschen Salz, ein Stück Butter und Pfefferkörner und Lorbeerblätter und Weißwein. Das Ganze packen wir in den Topf, schneiden es ein bisschen klein und schwitzen dann nochmal die Miesmuscheln schön nach. Das Rezept dazu ist natürlich klar, finden wir auf der Seite der Heimatkrankenkasse oder hier in der Beschreibung ist der Link. Oder bei uns bei Instagram in der Instagram-Story, da kriegt ihr auch den Link für das Rezept. Jetzt schneiden wir die ganzen Sachen. Hier nochmal vorab. Die Möhre werde ich so in Würfel schneiden, ich schäle die nicht, wir haben die vorher gewaschen. Ich finde, klar, man kann es vielleicht ein bisschen sehen, aber da sind Vitamine drin, man braucht sie nicht schälen, es ist essbar. Es gibt keinen Grund, sie zu schälen, wenn man sie jetzt nicht optisch geschält haben möchte. Wir fangen mal mit der Zwiebel an. Die halbieren wir wieder und machen ein bisschen gröbere Würfel draus. Das heißt, wir machen beim Streifenschneiden etwas breitere Abstände. Auch da wieder auf die Finger aufpassen, immer schön auf den Daumen. Immer wenn es enger wird, hinten schön rein, weil wenn er da schneidet, ist es weg. Man sieht es hier auch mal schön, so schöne Streifen, der war schon ein paar Mal weg. Ne? Auch hier nur einmal in der Mitte rein und dann ganz grob einfach ein paar Würfelchen, bisschen gröber, weil wir es einfach gröber brauchen. Das gleiche machen wir hier auch nochmal, innen schnell. So, guck mal, wo, meistens immer, wenn hier hinten der Strunk ist, am besten hier rein, also den Strunk nach hinten, dann hält es noch ein bisschen fest, die Zwiebel. Das kann auch in die Brühe später. Alles gut. So, das war der erste Streich. Dann Möhre. Am besten immer, entweder wenn es zu groß ist, einmal halbieren, hat man eine bessere Griffigkeit. Hinlegen, am besten den Daumen dahinter, dass es nicht wegrollen kann. So ganz oft nicht, weil auch dann rollt es weg und man haut sich in die Flossen rein. Und glaubt mir, das habe ich auch schon gehabt und das ist nicht geil. Deswegen hier hinter ein Rollstopp quasi, oben die Finger ansetzen. Nur einmal das Risiko eingehen und vorher schneiden. Das braucht nur ein ganz dünner Streifen sein. Kann man auch wegtun oder essen. Dann auf die geschnittene Stelle rollen, weil dann rollt es nicht mehr weg. Und dann ganz entspannt Streifen schneiden. Gleiche Stärke wie die Zwiebel. Dann nimmt daher zwei, drei Stück. Auch die gleiche Stärke wieder schneiden. Und dann in Würfelchen. Gleich natürlich auch mit dem Sellerie. Brauchen wir hier natürlich klar die Schale einmal grob abschälen. Die ersten zwei machen wir so. Dann nehmen wir es her, halbieren es immer vorsichtig, auch nur wenn es Stand hat, damit wir nicht ganz so dick werden. Und dann machen wir so weiter. Porree auch wichtig, vorher putzen ist klar. Einmal längs auf die Schnittkante stellen, auch wieder damit sicher ist. Auch schön den Längsstreifen schneiden. Man kann dann auch ein bisschen im Radius mitgehen, das Messer andrehen, damit es alles überall gleich ist. Dann so. Ich mache es manchmal noch so, damit man nicht so oft schneiden muss. Und dann wieder, wie gesagt,
da ganz wichtig, wirklich auf den Finger aufpassen, weil man ganz oft umgreift, weil das manchmal so Ausflüge gibt von den einzelnen Hallen hier. Und da muss man echt aufpassen, ich passe auch immer auf, weil auch da traumatisches Erlebnis. Genau, so. Blumenkohl kann man ein bisschen willkürlich schneiden, das ist ein Geschmacksträger. Ich mache den mal einfach so ein bisschen klein. Petersilie, hoch. Auch da wieder wichtig, schneiden, nicht hacken. Sonst gehen die ätherischen Öle verloren, es wässert aus und schmeckt halt nicht mehr so geil, wie wenn man es vernünftig schneiden würde. Jetzt nehmen wir einen Topf. In dem Fall reicht dieser Topf. Einfach eine gute Grundfläche. Den machen wir schön heiß. Wenn die Muscheln jetzt noch roh wären, wäre richtig schön heiß, richtig gut, damit die einmal richtig schön von Latz kriegen und auch aufgehen und auch schnell quasi diese Temperaturunterschiede übernehmen, weil da fängt meistens immer an, stressig zu werden. So, jetzt haben wir das Fett erhitzt. Dann nehmen wir die Muscheln. Gehen dazu, bevor ich es reinschmeiße, weil dann wird es laut. Ich habe eben vergessen zu erwähnen, man macht diesen Test halt und die Muschel hat immer so einen kleinen Bart, immer so in diesem Bereich, also in der geraden Seite, nicht in der runden Seite. Der Bart, den kann man noch ein bisschen abzuppeln, der gibt ein bisschen nach und zieht einfach raus. Das ist der Punkt, wo es an den Fählen und da, wo sie wachsen, halt befestigt ist. Das kann man abziehen, das ist hinterher nur so ein bisschen fusselig. Wenn auf der Muschel selber hinterher so ein bisschen Grünzeug drauf ist, das ist nicht schlimm, das isst man eh nicht. Man nimmt es halt ab und dann, also man nimmt es ja raus und dann kann man es essen. Das heißt, das ist jetzt nicht wild. Kann uncool sein oder nicht, aber lassen wir weg jetzt, aber ist es nicht schlimm. So, Muschel dazu. Aufpassen, Wasser und Muscheln, immer schwierig. Lassen wir mal kurz nachschwitzen. Dann nehmen wir den Weißwein. Füllen das schön auf, auch ordentlich, das ist der Sud hinterher. Genau. Dann nehmen wir Lorbeerblatt, schön als Geschmacksträger, Pfefferkörner. Das Salz. Dann nehmen wir das Gemüse. Wir lassen es jetzt nur köcheln, damit einmal der Alkohol rausgeht. Also dass der Aroma vom Weißwein natürlich da bleibt, das Aroma. Aber wir keinen Alkohol mehr hinterher haben, weil das wäre jetzt auch nicht so Flappy-konform und auch nicht die Idee dabei. Also grundsätzlich kocht man es dann immer so weit, bis der Alkohol raus ist. Lässt es jetzt ein bisschen einkochen und ganz zum Schluss geben wir ein bisschen Butter dazu, damit wir eine andere Sämigkeit noch bekommen. Und dann können wir schon anrichten, Gemüse oben drauf und dann hat der Flappy wirklich lecker Muschelchen mal wieder und gucken, ob sie ihm schmecken. So, jetzt haben wir einen leicht sämigen Sud durch die Butter noch, die wir reingetan haben eben. Jetzt können wir das schon und brutal zwischendurch, muss ich sagen. Ich beschlag schon wieder vor lauter Hunger darauf. Können wir es auch schon anrichten. Sonst nehmen wir noch einen passenden Teller hier raus. Schön tief. Ist cool. Da können wir gehen und nehmen einfach die Miesmuschel. Total einfach. Also ist ja schon ein Quatsch, das so zu erklären. Rüber mit einer kleinen Schaumkelle. Ne, kann auch ruhig die Miesmuschel mit dem Gemüse voll sein. Ganz simpel. Einfach anrichten. Und man sieht schon diese gelbe Farbe von dem Sud. Richtig geil. Einfach drauf gießen. Dann der kleinen Nichte oder Neffin das Lorbeer unterjubeln, damit sie hinterher abwaschen und aufräumen muss. Das ist bei uns früher so gewesen. Wer Lorbeerblatt hatte, musste aufräumen. Ich habe zwei Zitronenspalten gemacht, einfach nur so ein bisschen als Deko. Und schon ist das Miesmuschelchen fertig. Flappy ist auch schon da. Können wir gleich schon rüberbringen. Die Zutatenliste von diesem leckeren Gericht findet ihr natürlich auch wie immer auf der Seite der Heimatkrankenkasse oder hier in der Beschreibung den Link dazu oder bei uns in der Instagram Story den Link. Can you give me some space there? Oh, of course. Oh, that looks good, man. Please. Thank you. Thank you. Okay, let's start with the rating. How it looks? Well, I would give this 8. Nice. 8. How it tastes? Well, it tastes really good. I will give it a nice 8.3.
And the last one, wie zu Hause. Yeah, I had this a lot of time at home. We eat this a lot, so yeah, I think it was really good, really good. So I will give this. Okay, I will give it also an 8. I think that's quite a good dish.